Ach, schau an. Hallo Impuls. Warum ist mein Stream gerade offline? Warum wird er gerade jetzt offline gezeigt? Was soll das? Moment mal, eben kurz, ich muss kurz checken. Wo ist er denn? Game Kunst der Sport. Arm kann Stream gerade im Moment nicht sehen. Irgendein Update nutzt gerade an der Bandbreite. Okay. Ah, okay. Ist doch nicht offline. Jo. So. Gut, dann mal das dahin. So. Mal, es ist es mit der Lautstärke. 10% soll reichen, glaube ich. So. Ja, ich war eben kurz noch stumm, weil ich bei der Kanne im Chat war. Da brauche ich auch nicht unnötig zu labern. Und ich habe jetzt übrigens das Stream-Overlay ein bisschen umgestellt. Ich habe jetzt das normale Overlay rausgenommen. Wegen hier, vor allem wegen dem Spiel. Weil man die Schrift jetzt besser lesen kann, glaube ich, im Fenster. Deswegen habe ich gerade mal eben, Entschuldigung, den Kram umgestellt. Von daher ist welcher auf einmal wieder online gezeigt. Was zum Fick? Ist es seltsam. Na gut. Das habe ich jetzt glaube ich schon gelesen. Ne? Na gut, wo kann ich ihn finden? Also ich rede gerade mit dem Typen hier über Fahrrad. Und ich habe übrigens vorhin, ich weiß nicht, nee, du warst bisher noch nicht in Planescape Torment dabei, ne? Also wir sind eigentlich gerade online. So alles. Scheißra, hab ich glaube nicht, dass der jetzt noch Stream gucken will. Sonst keiner. Und Stream von der Stream-Konfi sowieso nicht. Ja, aber die gucken alle Planescape nicht. Von daher. Naja, gut. Okay, wie spreche ich den jetzt? Keine Ahnung. Wenn du Fahrrad suchst, mein Freund, was nicht besonders klug von dir ist, bist du hier falsch. Sieh dich am besten auf den Lumpensammlerplatz um, wo Fahrrad angeblich seine Absteiger hat. Wo genau, weiß ich nicht, obwohl ich den Ring ziemlich gut kenne. Ich glaube, Fahrrad will nicht, dass man das Dunkel über seinen Aufenthaltsort erfährt. Wenn du Fahrrad unbedingt finden willst, dann geh zum Lumpensammlerplatz und versuch, Fahrrads Aufenthaltsort von einem der Anwohner zu erfahren. Aber sei vorsichtig. Auf dem Platz gibt es mehr als genug Leute, die dich schneller zu Blutdurst verarbeiten, als du dir vorstellen kannst. Ich hätte noch ein paar Fragen. Ich habe übrigens auch mit jemandem geredet, den ich anscheinend entweder von früher kannte oder jedenfalls wusste der, wo mein altes Journal ist, das ich ja verloren habe, also der Namenlose verloren hat. Und er meinte, in der Gruft unterhalb der Stadt, wo ich schon mal gewesen bin in den Let's Play, und irgendeinen anderen Ort, den Namen ich mir gerade schon wieder nicht gemerkt habe. Und daher, nun gut. Was willst du wissen? Ja. Ich vermisse ein Journal. Du vermisst ein Journal? Bestand es aus mehr als nur Seiten und Wörtern? Wenn nicht mehr dahinter steckt, kann ich mir nicht vorstellen, warum die Leute ein so großes Aufheben um ein paar Buchstaben machen. Hier macht man sich nicht viel aus Büchern und Gelehrsamkeit. Keine Ahnung, wo du so ein Journal finden könntest. Ab zieht an seiner Pfeife und schnalzt plötzlich mit den Fingern. Aber wenn Fahrrad derjenige ist, der dich von den Straßen Sigils aufgesammelt hat, dann kennt er vielleicht auch das Dunkel darüber, wo dieses Ding steckt. Wahrscheinlich hat er es in seiner Truhe versteckt. Als Toter bist du in der Regel machtlos, wenn ein Sammler über deine Leiche stolpert und es auf deine Sachen abgesehen hat. Jetzt sehen wir was über. Ach, haben wir schon. Was ist das für ein Ort hier? Du bist in der Bar zur schwebenden Leiche, Kumpel. Es gibt bessere Kneipen, aber Dizzy hat ihren eigenen schlichten Charme. Erzähl mir über die Gäste hier. Nun, da wäre noch O, der von sich behauptet, keine Person, sondern ein Buchstabe zu sein. Was zum Fick? Ein paar Gnadentöter, die auf einen Verbrecher warten. Zwei Abishai auf Front-Ulla vom Blutkrieg. Der Gezerei da drüben, der dich aus der Ferne beobachtet. Nichts Ungewöhnliches für neugierige Schleifer wie diese.
Ich glaube, damit ist ein Starkon gemeint, der schon in unserer Gruppe ist. Super. Oh, selbst ach, da bist du. Hallo. Jetzt kann ich auch dich so begrüßen. Ja. Genau, habe ich gefragt, kennst du Planescape Torment? Warst du schon, du warst doch bisher, glaube ich, noch nicht in den Stream von Planescape Torment gewesen, ne? Und ich habe das Overlay ein bisschen umgestellt hier. Also, das ist jetzt soweit, dass das Overlay an sich dieses blaue weg ist, weil das war dann teilweise doch ein bisschen sehr schwer lesbar bei manchen Sachen, zum Beispiel bei Planescape Torment. Und da möchte ich ja, dass man den Text gut lesen kann. Deswegen habe ich das so umgestellt, dass man da halt hier den Text zwar noch hat, aber also den Chat und so weiter noch hat, aber dass man halt noch mehr vom Spiel sieht. Und ich finde, das ist so vielleicht besser, eventuell, hoffe ich zumindest mal. Nun ja, also ich rede gerade mit dem Typen hier und ja, ich habe vorhin noch mit jemandem geredet, der das war so einer von den komischen Chaoten. Das sind irgendwie so Leute, die irgendwie sich wie ein paar Wölfe benehmen und der Typ kannte mich anscheinend oder wusste jedenfalls, wo mein Journal ist. Also wo das Journal vom Namenlosen ist, was ich ja suche. Die ganze Zeit schon. Von daher. Na gut. Oh, hier waren wir stehen geblieben. Und alas, ein planloser Jungspund, dessen Hosen ein bisschen zu eng sind, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du Auskünfte über die Ebenen brauchst, sprich am besten mit Kandrian Kriskram. Der kennt sich aus. Wer ist die schwinde Leiche denn? Ach, die. Oh nein, Kumpel, das ist keine Leiche. Kein Totenbüchler. Soweit wir wissen, lebt der alte Ignus auf seinem Grill noch. Er rümpft die Nase. Er riecht manchmal ganz schön übel. Ich habe immer meine Pfeife parat, damit sein Gestank mir nicht in die Nase steigt. Er kichert. Wie ist er dorthin gelangt? Er zieht an seiner Pfeife, als überlegte er noch, wie er den nächsten Satz formulieren soll. Nun, mein Junge, der gute Ignus hatte nicht wenige Probleme am Hals und ein paar teuflische Zaubertricks auf Lager. Eine gefährliche Mischung, wenn du verstehst, was ich meine. Er zieht an seine Pfeife und lässt Rauchwölkchen nach oben steigen. Er spielte gern mit dem Feuer. Er begann Häuser und sogar Menschen anzustecken und ziemlich viel Unheil zu stiften. Und? Ist unterschiedlich. Bei einigen Spielen ohne oder mit wenigen HUD-Elementen kann man auch ein größeres Overlay nutzen. Ja, er hat mir aber nur eins gemacht und meine Overlays, die sehen, naja, eher nicht so professionell aus. Deswegen. Ich fand es besser. Hey, das war. Warte, ich kann es dir nochmal zeigen. Also, du kennst es ja eigentlich. Oh, ich habe mal hinzufügen. Stream. Layout da. Da hier. Es ist ja das kleine Fenster hier. Und wenn ich mal jetzt dahin, was kommt mal jetzt? Ich würde das Spiel annehmen, bitte. Also da. Wenn ich das jetzt hier so rein mache, ne? Finde das jetzt ein bisschen klein. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde das ein bisschen klein. So, von da rein. Es kommt da rein. So, Musik ist schon richtig. Gut. Voller sowieso. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen klein ist fürs Lesen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich so auf dem Vollbild angucke. Ja gut, auf dem Vollbild geht's eigentlich, glaube ich. Aber eventuell im Theater-Mode ist es ein bisschen klein. Eventuell. Ich wusste übrigens bis vor kurzem gar nicht, dass der OBS einen Vollbildmodus hat. Also einen Preview-Vollbildmodus. Obwohl ich glaube, ich habe einen 1080p-Bildschirm, von daher. Ich kann es noch gut lesen, aber wer mit einem Smartphone zusieht, naja. Siehst du? Das ist blöd. Und die meisten von meinen Leuten schauen ja mit einem Smartphone.
Also, Bippe schon mit dem Smartphone. Wer war es noch? Irgendein anderer schon noch mit dem Smartphone. Aber, vielleicht sollte ich mir von Reptile vielleicht bei Gelegenheit, wenn er mal Zeit hat, so ein Overlay machen, was du übers Bild hängen kannst. Halt so ein schwebendes Overlay hat der. Da hat er für seinen eigenen Stream ein schwebendes Overlay. Und daher, moin und schönen Abend allen hier. Moin Seva, hallo, willkommen. Dachte nicht, dass du hier noch um diese Uhrzeit auftauchst. Hast du morgen nicht Schule oder so? Wundert mich ja, dass du noch hier bist. Und ich habe heute schon gestreamt, ich habe jetzt aber nur Lust gehabt zu streamen, weil ich hatte nicht so Lust, Videos zu gucken und auch nicht irgendwas zu spielen. Ich habe vorhin noch ein bisschen Euro Truck Simulator gespielt, also den zweiten Teil. Und ja, das dauert also immer so ewig, das zieht sich immer so mit den Fahrten und das ist dann doch, machst du mal eine Fahrt mal zwischendurch, das war es dann auch schon, aber nun ja. Also es ist, was in deiner Abwesenheit alles passiert. Ich habe ein paar Quests abgegeben, glaube ich. Ich habe noch mit jemandem geredet, der irgendwie, ja, morgen geht's wieder los, aber zur zweiten Stunde, also alles fit. Okay, gut. Ich habe mit jemandem geredet, der irgendwie wusste, wo meine Journale sind. Also wo meine verschiedenen Journale sind. Ich muss mal kurz das gucken. Und wie? Nee, das ist normal mit dem. Ja. Das ist komisch normal, dass das Smiley nicht richtig angezeigt wird. Das ist komisch. Na gut. Und jedenfalls wusste der, wo meine Journale sind, aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung wieso. Er hat mir gesagt, einer ist in der Gruft unterhalb der Stadt, wo ich schon mal in meinem Let's Play damals gewesen bin, wo ich das Spiel Let's Played habe. Da bin ich schon mal dort gewesen. Ein anderes ist irgendwo in irgendeiner komischen Bibliothek oder was das war. Muss ich nachher nochmal nachlesen. Aber da kommen wir, glaube ich, sowieso noch gar nicht hin. Von daher, na gut. Und ich rede gerade mit dem App Knarknie über Ignos, den da drüben. Dass der hat, da hat meine, der hat halt diese. Dieses eine Viertel vom Stock, die Gasse, die gefährlichen Enken, hat er ja abgefackelt. Und da redet er gerade drüber. Nun, das meiste davon hat sich im Stock abgespielt. Und ich gebe offen zu, dass der Stock im Harmonium nicht gerade dafür bekannt ist, dass dort Recht und Ordnung herrscht. App blickt etwas verschämt rein. Es sieht so aus, als hätten wir versagt, denn scheinbar wird unsere Anwesenheit hier besonders dringend gebraucht. Also haben sich die Zauberkundinnen entschlossen, ein bisschen Selbstjustiz auszuüben. Ein paar Kaffeesatzleser, Heckenzauberer und Hexen haben sich also versammelt und einen Zauber ausgesprochen, der sprichwörtlich für Gerechtigkeit sorgte. App zeigt mit der Pfeife auf Ignus. Und jetzt brennt er hier vor sich hin. Aber er lebt noch, wie sie es sicher nicht einkalkuliert hatten. Ich hätte dann ein paar andere Fragen. Und zwar, erzähl mir über Sigil und seine Umgebung. App lacht lauthals. Du gibst wohl nicht so leicht auf, was? Wenn du wissen willst, was außerhalb der Stadt liegt, dann sprich mit Gwendian Kriskram. Er ist hier der Weltenbummler. Ich kann dir aber was von der Dame erzählen, oder von den Dabos, den Schlüsseln und Portalen, oder davon, wie die Zeit gemessen wird und die Stadt angelegt ist. Was willst du wissen? Also, erzähl mir was über die Dame. Nun, nur wenige wissen etwas über sie, und selbst die, die mehr als nur ein wenig wissen, wissen nicht viel, Kumpel. Sie ist wahrhaftig ein Rätsel, und wenn du ihr begegnen solltest, die Mächte mögen dich davor bewahren, wirst du sehen, dass sie still und tödlich ist. Soviel ich weiß, ist sie nicht bösartig, aber sie bewahrt das Dunkel über sich und regiert mit eiserner Hand über Sigil. Niemand konnte bisher ihr Geheimnis lüften, ohne zur Strafe in die Irrgänge geschickt zu werden. Erzähl weiter. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass du ihr begegnest. Es sei denn, du stellst was Schlimmes an, verletzt viele Leute, tötest einen Davos, stellst die Herrschaft der Damen in Frage, betest.